Hallo Leute, Apple hat die Beta 8 zu iOS 10 veröffentlicht, diesmal wieder nur für iOS 10, macOS Sierra und watchOS 3 wurden nicht aktualisiert. Ich werde in diesem Video auch noch auf ein paar Fehlerbehebungen und Veränderungen aus der Beta 7 eingehen, die mir erst jetzt aufgefallen sind. Und was es alles andere noch zur Beta 8 von iOS 10 zu sagen gibt, das erfahrt ihr jetzt. Wer gestern Abend auf die Beta 8 von iOS 10 updaten wollte, hatte vermutlich Probleme damit. Es kam eine Fehlermeldung, Suche nach Updates fehlgeschlagen oder keine neuen Updates verfügbar. Das funktioniert in der Zwischenzeit wieder. Das heißt, wer noch nicht auf die Beta 8 geupdatet hat, kann das jetzt problemlos machen. Ein weiterer Bug, der auch unter iOS 9 besteht und mit 9.3.5 behoben wurde, besser gesagt eine Sicherheitslücke, die einen Hack eures iPhones ermöglicht hat, die wurde unter iOS 10 mit der Beta 7 geschlossen und ist natürlich in der Beta 8 immer noch weiterhin geschlossen. Siri hat unter der Beta 7 eine kleine nette Funktion dazu bekommen, nämlich könnt ihr sie jetzt fragen, wie der Akku eures Gerätes ist und auch all jener Geräte, die mit eurem Hauptgerät sozusagen verbunden sind. Hey Siri, wie viel Akku habe ich noch? Dein iPhone ist zu 76% geladen. Wie viel Akku hat meine Apple Watch? Der Akku ist 93%. Das Ganze geht auch mit dem Apple Pencil, dem Smart Battery Case und eures iPads. Des Weiteren gibt es Verbesserungen zwischen der Siri-Funktion von iPhone und Apple Watch. Das heißt, wenn ihr Hey Siri sagt, ich sage das jetzt bewusst auseinander, sonst aktiviert sich hier alles wieder, dann kann jetzt besser zwischen iPhone und Apple Watch unterschieden werden, je nachdem, welches Gerät ihr gerade aktiv habt. Das heißt, wenn zum Beispiel die Apple Watch deaktiviert ist, wird dann nur das iPhone aktiviert. Und wenn nur die Apple Watch aktiv ist, wird auch nur die Apple Watch aktiviert und nicht auch zusätzlich noch das iPhone. Eine weitere nützliche Veränderung ist, wenn ihr in iOS oder zu dazugehörigen Apps ein Passwort eingeben müsst und ihr habt Caps Lock aktiviert, dann wird euch das hier auch angezeigt, damit ihr das zur Sicherheit wisst und nicht unabsichtlich ein Passwort in Großbuchstaben eingibt. Ansonsten könnte man zu iOS 10 Beta 8 sagen, dass man hier schon nahezu die Golden Master in der Hand hält. Es läuft schon alles perfekt, flüssig, fehlerfrei und man könnte das eigentlich schon so, wie es ist, im Alltag verwenden. Aber natürlich wird es noch eine Golden Master geben, die das Ganze noch ein klein wenig perfektioniert und noch lästige Fehler beheben wird. Das war's auch schon zu iOS 10 Beta 8. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt in die Kommentare und ich antworte euch gerne darauf. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr in Zukunft weiterhin an spannenden und interessanten Videos rund um Apple dranbleiben wollt, dann könnt ihr mich auch gerne abonnieren. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald, euer Apple Pie.